Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar. Wo schauen Sie denn hin, Matrose? Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Matrose, sind das etwa alle? Das hier ist die Unter dem Radar Spezialsendung. Wir brauchen mehr. Da liegen noch ein paar. Matrose, wie konnten Sie die übersehen? Ich habe sie links liegen lassen. Links liegen gelassen. Auch wenn in der Zwischenzeit bestimmt an die 40.000 neue Warhammer-Spiele erschienen sind, ist Bulkan trotzdem noch einen Blick wert. Nicht nur, weil der Boomer-Shooter absolut oldschool cool auf eine 1990er-Jahre-Retro-Optik setzt und sich spielerisch von Klassikern wie Doom oder Duke Nukem inspirieren ließ. Warhammer 40k Bulkan ist auch wunderbar schnörkellos. Die Ballerorgie verzichtet auf jegliche Form von modernem Ballast. Freischaltbare Fähigkeiten? Überflüssig. Clevere KI? Ha! Eine epische Story? Draufgepfiffen. Ihr solltet euch lieber darauf konzentrieren, innerhalb von 3 Kapiteln durch die verschiedenen Gebiete zu stampfen und alles auszulöschen, was sich euch in den Weg stellt. Oder halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Warhammer-Fans erfreuen sich an der Liebe zum Detail, wie beispielsweise der Tatsache, dass der Shooter auf demselben Planeten wie das beliebte Warhammer 40k Space Marine spielt. Aber zugegeben, auf so eine stumpfe Kniftelei muss man stehen. Unterm blutroten Strich eine launige Angelegenheit, der zwar irgendwann ein bisschen spielerisch die Puste ausgeht, aber nie das Prometheum für das Kettenschwert. Aktuell zeigt ein kleines, dreiköpfiges Team den großen Studios, wie ein spaßiger Militär-Multiplayer-Shooter auszusehen hat. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, denn BattleBit Remastered zieht im Grafikduell selbst gegen Minecraft den kürzeren. Aber hey, dafür überzeugen die inneren Werte. Und dass die Umgebung zerstörbar ist, ist doch auch schon mal nicht schlecht. Und wer jetzt Battlefield oder Squad-Luft schnuppert, liegt gar nicht so falsch. Die groß angelegten Schlachten erfordern Absprache, Teamplay und koordiniertes Vorgehen, sonst hat man kaum Erfolg, die verschiedenen wichtigen Punkte auf der Karte einzunehmen und zu verteidigen. Und auch das Waffenverhalten ist anspruchsvoller, als die grob schlechtige Optik vermuten lässt. Dazu kommen verschiedene Klassen wie Sanitäter, Aufklärer oder Unterstützer. Etwas Geduld müsst ihr aber schon mitbringen, denn die Lernkurve ist einigermaßen steil. Bis ihr euch auf den zum Teil riesigen Karten zurechtfindet, ihr durch Levelaufstiege neue Waffen oder Gadgets freischaltet und ihr euch mit dem Gunplay vertraut gemacht habt, vergehen ein paar Runden. Aber wenn die Spielmechanik klickt, dann erlebt ihr einen epischen Moment nach dem anderen. Und das gerade mal für schmale 15 Euro. Entwickelt von 3 Personen! In einer Welt, in der Battlefield 2042 seit 2 Jahren versucht, sich gesund zu patchen, kann man das nicht oft genug lobend erwähnen. Wenn Dark Souls in den 80ern erschienen wäre, hätte es wahrscheinlich genau wie Bleaksword DX ausgesehen. Aber lasst euch nicht von der monochromen Grobpixel-Optik täuschen, denn dahinter steckt ein spaßiges, aber auch extrem forderndes Action-RPG, das nun auch abseits der Apple Arcade erhältlich ist. Der Fokus liegt dabei klar auf der Action-Seite. Nur mit eurem Schwert und Schild ausgerüstet müsst ihr euch durch quadratische Mini-Level schnetzeln. Dabei solltet ihr genau auf eure Ausdauer achten und nicht wild drauf losfuchteln. Jede Bewegung, jeder Hieb und jede Ausweichrolle muss wohl überlegt sein, weshalb ihr aufgrund der räumlichen Enge und der genauen Gegnerabfolge auch strategisch vorgehen solltet. Geht ihr dennoch mal drauf, was mehr als genug passieren dürfte, verliert ihr zunächst sämtliche Erfahrungspunkte sowie gefundene Gegenstände. Allerdings habt ihr dann einmalig die Chance, euch alles zurückzuholen, wenn ihr den Level beim nächsten Versuch abschließt. Ansonsten ist alles futsch. Es lohnt sich daher, ältere Abschnitte zu wiederholen und aufzuleveln. Komplex werden die Rollenspielelemente dabei aber nicht, denn pro Levelaufstieg dürft ihr euch nur zwischen 2 Aufwertungen entscheiden. Außerdem könnt ihr am Ende eines Levels zufällige Gegenstände finden, von denen ihr jedoch maximal 2 mitnehmen dürft. Ob ihr also lieber Heil-Items oder Ausrüstung für mehr Angriff oder Verteidigung dabei haben wollt, liegt an euch. Bleaksword DX ist ein gnadenloses Action-RPG, das euch aber auch herrlich motivierende Erfolgsmomente liefern kann. Wer nicht allzu sehr von der simplen Optik und dem Schwierigkeitsgrad abgeschreckt ist, darf also gerne mal einen Blick riskieren. Ein knuffiger Tauberich, viele Minispiele und ein langsam zusammenbrechendes Gesundheitssystem. All das vereint Fall of Porcupine in einer knapp 10-stündigen Achterbahnfahrt der Gefühle. Als junger Assistenzarzt Finlay flattert ihr durch den stressigen Alltag im Krankenhaus und meistert dabei diverse Minispiele, um die Patienten nach bestem Können zu versorgen. Wassermarsch!
Diese Spielchen kommen relativ häufig vor und stellen eine schöne Abwechslung zum sonst sehr textlastigen Spielverlauf dar. Keine Sorge, der Textanteil ist zwar groß und zieht sich manchmal etwas in die Länge, kann durch mal humorvolle, mal tiefgründige Dialoge aber absolut punkten. Fiese Oberärzte, ortsansässige Krankenhaushasser und eine kaum vorhandene Work-Life-Balance geben zusätzlich ihr Bestes, um Finlay immer wieder auf die Federn zu treten. Dabei ständig zwischen Leben und Verlust zu stehen, ist hart. Aber auch der mangelhafte Zustand der Klinik könnte euch schnell aus der Flugbahn werfen. Ich bin ein Adler! Ihr habt die Wahl, ob ihr die Stadt und ihre Bewohner kennenlernt, euch Zeit für das tägliche Geschnatter mit der alten Patientin nehmt oder einfach schnell alle Aufgaben erledigt und danach erschöpft ins Bett fallt. Matrose, das war's schon? Ja, Captain, mehr Spiele liegen hier nicht. Und was ist das, Matrose? Wie konnten Sie die ganzen Detektiv-Ermittlungsabenteuer übersehen? Sie sind mir durch die Lappen gegangen. Durch die Lappen gegangen! Bei dem neuesten Titel des ukrainischen Studios Frogwares handelt es sich einerseits um einen direkten Nachfolger des 2021 erschienenen Chapter One, gleichzeitig aber auch um ein Remake des gleichnamigen Sherlock Holmes The Awakened aus dem Jahr 2006. Um den wilden Geschichtsmischmasch aus typischen Detektivermittlungen und H.P. Lovecraft Cthulhu-Action zu verstehen, müsst ihr glücklicherweise nicht den Vorgänger gespielt haben. Denn für Sherlock und Watson gilt es, ein völlig neues Mysterium aufzudecken. In London verschwinden am laufenden Band Menschen. Schon bald entdecken die beiden Hinweise auf einen versteckten Kult und gehen den Spuren sogar über die Grenzen Großbritanniens hinweg nach. Dabei gilt es, mit Sherlocks krassem Detektivblick Hinweise zu finden und zu untersuchen, Verdächtige und Zeugen zu befragen und Taten zu rekonstruieren, um am Ende alle Puzzleteile zusammenzufügen und so der Lösung des Rätsels einen Schritt näher zu kommen. Das gelingt aber leider nicht immer problemlos. Beispielsweise, wenn bei einem Tatort einfach nicht klar wird, was in der Untersuchung noch fehlt, damit wir endlich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen können. Meistens bleibt das Gameplay aber angenehm unkompliziert und hat uns zusammen mit den sympathischen Charakteren gut gefallen. Die Story nimmt glücklicherweise auch schnell Fahrt auf, sodass wir immer gespannt waren, wie es weitergeht. Wer also Lust auf ein dunkles, atmosphärisches Detektivabenteuer hat, kann hier durchaus zugreifen. All of it, it's real. Ein ziemlich abgedrehtes und vor allem japanisches Detektivabenteuer erwartet euch mit Master Detective Archives Raincoat. Ihr spielt den Detektivjüngling Yuma, der einen Vertrag mit einem Gott des Todes namens Shinigami abgeschlossen hat. Ich bin Ryuk, ein Shinigami. Da sich das Spiel aber klar an pubertierende Jungs richtet, sieht der Gott des Todes nicht wie in Death Note aus, sondern so. Want a touch? I'm okay. Wenn ihr es dann aber einmal an den infantilen Witzchen vorbeigeschafft habt, erwartet euch eine spannende Mystery-Story mit einigen interessanten Kniffen. Um einen Fall zu lösen, müsst ihr nicht nur in der realen Welt Informationen und Indizien sammeln, sondern diese im sogenannten Mystery-Labyrinth kombinieren. Das ist quasi eine Manifestation des realen Falles in einer Art Zwischenwelt. Hier trefft ihr dann auch auf alternative Versionen von Personen aus der realen Welt, gegen die ihr im Todesspiel der Beweisführung antreten müsst. Hinter diesem geschmeidigen Begriff steckt im Grunde eine Art Argumentationsduell, in dem ihr falschen Anschuldigungen ausweichen oder sie mit Beweisen zerschlagen müsst. Die Beweise müssen natürlich auch schlüssig sein und zur Anschuldigung passen. Das ist nur manchmal, vor allem im Eifer des Gefechts, nicht so leicht zu identifizieren, weshalb wir einige Abschnitte häufiger wiederholen mussten. Zudem kommt ihr in den Mystery Dungeons oft nicht drum herum, den richtigen Weg durch Trial and Error zu finden, was auf Dauer ganz schön schlauchen kann. Auch wenn wir von der Optik und der abgedrehten Präsentation durchaus angetan waren, kam uns die Labyrinthe mit ihren langen Laufwegen und sich ständig wiederholenden drögen Minispielen deutlich zu lang vor. In der realen Welt hingegen haben wir es sehr genossen, an den spannenden Fällen herumzurätseln und mit den zahlreichen interessanten Figuren zu reden. Wem die originelle, aber doch sehr spezielle Präsentation und der pubertäre Klamauk nicht stören, darf sich auf ein packendes Mystery-Abenteuer freuen. This is Forrest Nash. Host of 189.16, The Scream. Ja, ihr habt richtig gehört. In Killer Frequency übernehmt ihr die Rolle des Moderators einer Radiosendung aus den späten 80ern. Leider bekommt ihr während eurer Quiz-Sendung aber erstmal einen Anruf von Leslie, die euch erklärt, es sei ein Killer auf freiem Fuß. Der habe die gesamte Polizei lahmgelegt und deswegen seid ihr jetzt für die Notrufe zuständig. Während ihr also ein bisschen Musik spielt, rufen euch immer wieder potenzielle Opfer an, die gerade vom Killer verfolgt werden. Ihr bleibt dabei fast durchgehend an der Strippe und müsst ihnen aus der Situation heraushelfen.
Dafür gilt es, gut zuzuhören und in der Radiostation nach hilfreichen Hinweisen zu suchen. Die Rätsel sind dabei oft nicht so einfach, wie sie zu Beginn erscheinen. Manchmal müsst ihr euch auch einfach auf eure Intuition verlassen, was für besonders viel Spannung sorgt, weil man sich für die Person auf der anderen Seite des Hörers verantwortlich fühlt und damit jede Entscheidung gewichtig wird. Nur, dass unser Moderator den qualvollen Tod einer Person anscheinend sehr schnell verarbeitet, rüttelt ziemlich an der Immersion. If you have any stories about Maurice that you'd like to share, give us a call after this next track. Ansonsten wird euch mit Killer Frequency aber ein sehr abwechslungsreicher und atmosphärischer Rätselhorror geboten, der hier und da durch witzige Werbung aufgelockert wird. If you buy today, you'll receive two additional VHS tapes. The Tornado Technique and Karate Love Making. Call today! Zuletzt wäre da noch Ghost Trick Phantomdetektiv. Bei dem Namen wird es jetzt wahrscheinlich bei den wenigsten klingeln, denn dahinter verbirgt sich ein knapp 22 Jahre altes Nintendo DS-Spiel vom Schöpfer der Ace Attorney-Reihe. Nun findet das Mystery-Puzzle-Game aber seinen Weg auf die aktuellen Plattformen. Zum Glück, denn Ghost Trick ist eine kleine Spieleperle, von der wir auch möglichst wenig vorwegnehmen wollen. Die wirklich spannende Geschichte erlebt ihr nämlich am besten selbst. Ihr spielt den Geist eines kürzlich verstorbenen Detektivs, der weder weiß, wer ihn umgebracht hat, warum er überhaupt sterben musste oder was eigentlich in dieser Stadt abgeht. Da seine geisterhafte Gestalt aber mit den ersten Sonnenstrahlen im ewigen Nichts verpufft, bleibt der Spürnase nur eine Nacht, um alle offenen Mysterien zu klären und ganz nebenbei noch einer Menge Menschen das Leben zu retten. Aber wie stellt das so eine körperlose Seele überhaupt an? Ganz einfach, mit ziemlich feschen Geistertricks. Einer davon ist das Einnehmen von Gegenständen, womit ihr euch einerseits überhaupt erst bewegen und andererseits mit der Welt der Lebenden interagieren könnt. Wenn ihr dann noch verschiedene Objekte und Geschehnisse zur richtigen Zeit miteinander kombiniert, könnt ihr die Handlungen der Figuren beeinflussen. Das bringt uns auch zum nächsten Geistertrick, dem Zurückspulen der Zeit. Kommt es zu einem Mord, könnt ihr die letzten 4 Minuten der verstorbenen Person noch einmal erleben. Eure Aufgabe ist es dann, den Mord durch das geschickte Manipulieren eurer Umwelt zu verhindern. Auch wenn hier viel Trial and Error entsteht, haben uns die kreativen Rätsel wirklich gut gefallen. Das liegt aber auch an den sehr charmanten Figuren, die nicht nur gut geschrieben, sondern auch optisch fantastisch designt sind. Wer dem unbekannten Mystery-Klassiker eine Chance gibt, wird mit kreativem Rätselspaß und einer großartigen Geschichte belohnt. Matrose, das war doch unmöglich alles! Hier sehe ich ja noch mehr! Matrose, wie konnten Sie die ganzen Rennen, Kampf, Party, Rage Games übersehen? Ich hatte Tomaten auf den Augen. Tomaten auf den Augen! Nach One-Two-Switch droppt Nintendo nun den nächsten Titel ihrer hauseigenen Party-Games-Playlist. Markiger Titel: Everybody One-Two-Switch. Habt ihr ein paar Joy-Cons, Smartphones und eine Menge breiter bis bereiter Party-People am Start, könnt ihr euch direkt in die 17 Minigames stürzen. Ratet, springt und squattet bis zum Sieg, während ihr beim Schubs-Zweikampf mit eurem Hintern ordentliche Konter verteilt. Begleitet werdet ihr dabei vom pferdegesichtigen Moderator Horace, der bei seinen Erklärungen zwar mehr sabbelt als nötig, dabei aber immerhin auch den Cringe-Faktor des Spiels treibt. Seid ihr bereit zum Spielen? Everybody, one, two, switch! Die meisten Pferdestärken kommen aber bei der Spieleranzahl zum Einsatz. Im Joy-Con-Modus sind es zwar nur maximal 8, doch der Smartphone-Modus holt bis zu 100 Spaßkanonen an Bord. Was ziemlich cool klingt, ist leider auch die größte Schwäche des Ganzen. Denn mit zu kleinen Spielgruppen ist der Unterhaltungsfaktor schneller gegessen als Horace Karotte. Seid ihr zumindest zu viert, sollte ein Abend mit genügend peinlichen Aktionen für ein paar herzhafte Lacher aber durchaus drin sein. Und bei der nächsten Geburtstagsfeier wäre Everybody Want to Switch sicher auch ganz gut platziert. Im Koop-Chaos Brad and Fred schlüpft ihr zu zweit in die Federkleider der beiden gleichnamigen Pinguine. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen einen ziemlich hohen Berg zu erklimmen. Jeder von euch steuert dabei zwar nur den eigenen Pinguin, aber die beiden sind durch ein Sicherheitsseil verbunden. Um also erfolgreich Abgründe und andere Hindernisse zu überwinden, müsst ihr euch sehr gut absprechen. Ansonsten kann es leider auch mal so ausgehen. Sollte euch das Ganze aber zu schwer fallen, könnt ihr auch Checkpoints aktivieren.
oder unendliches Springen, dessen Sinn sich uns aber noch nicht so ganz erschließen konnte, da man so jeden Abgrund ziemlich einfach überwinden kann. Wenn ihr gerade mal nicht an eurer eigenen Unfähigkeit scheitert, macht euch das Spiel selbst einen Strich durch die Rechnung, indem es fiese Geheimpfade aufmacht. Leider haben wir es aber auch einmal geschafft, uns selbst in eine ausweglose Situation zu bringen, was normalerweise nicht passieren sollte. Aber zum Glück war das auch eine Ausnahme. Solltet ihr aber niemanden haben, der Bock hat, sich an euch zu binden, gibt es einen Singleplayer-Modus, in dem die Rolle des anderen Pinguins durch einen Stein ersetzt wird. Was sogar überraschend gut klappt. Der Fokus von Brad und Fred liegt aber natürlich auf dem herausfordernden Koop-Modus. Wir hatten damit jedenfalls ziemlich viel Spaß und können euch das Kletterabenteuer nur ans Herz legen. Kennt ihr noch Getting Over It? Ja, das hier ist quasi der gleiche Spaß, nur eben in 3D. Inklusive Off-Stimme, die euch seltsame Sachen um die Ohren haut. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. Das Ziel von Only Up? Ihr wollt nach oben. Ganz nach oben. Und dafür müsst ihr rennen, springen und ein bisschen klettern. Durch Umgebungen, die so wirken, als hätte man sämtliche kostenlosen Assets aus dem Unreal Editor Jenga-mäßig übereinander gestapelt. Fallt ihr runter, fallt ihr in der Regel tief, was herrlich frustrierend sein kann. Scheiße! Genauso wie die Tatsache, dass das Spiel keine Speicherfunktion hat. Und das macht wahrscheinlich den Charme von Only Up aus. Die nicht zu 100% genaue Steuerung, die immer perfider werdenden Areale und der Endorphinausstoß, wenn man beides meistert. Oder die Schadenfreude, die entsteht, wenn man anderen dabei zusieht, wie sie nach einem schlecht getimten Sprung eine halbe Ewigkeit lang unter der Schwerkraft leiden. Only Up ist nicht sonderlich hübsch, innovativ und nervt mit NFT-Werbungsschmarrn. Aber es hat auf Twitch einen Nerv getroffen. Und das muss man auch erstmal schaffen. In der N64-Sonderfolge sprach Kuro ja noch über die guten alten Aki-Wrestling-Spiele wie WWF No Mercy. Oh, Junge, guck das an! Nun möchte AEW Fight Forever eben jenen Spirit wieder aufleben lassen. Und das klappt so halb. Spielerisch geht's hier deutlich arcadiger zu als bei der WWE-Konkurrenz. Trotzdem lassen sich vielfältige Manöver auf der Matte ausführen. Gerade in den absurderen Matchtypen wie dem Exploding Barbed Wire Deathmatch spürt man den frischen Wind, den so ein WWE 2K in den letzten Teilen vermissen ließ. Anstatt auf eine akkurate Simulation zu setzen, sorgen die optisch etwas altbacken wirkenden Auseinandersetzungen dank vieler abgefahrener Momente für ehrlichen Spaß. Auch wenn es noch ein paar Bugs gibt und die KI nicht die klügste ist. Und auch der Karrieremodus Road to Elite weiß auf ulkige und durchaus kurzweilige Art zu unterhalten. Die Probleme von AEW Fight Forever liegen woanders. Während die altbackene Präsentation noch verschmerzbar ist, enttäuscht vor allen Dingen der Editor. Wo ihr bei der WWE im noch so kleinsten Detail Anpassungen vornehmen könnt, oh mein Gott, ist Fight Forevers Optionsarmut eher von vorvorgestern. Auch, dass es nicht möglich ist, Kreationen per Upload mit der Community zu teilen, ist schade. Denn im Wrestler-Editor werdet ihr viel Zeit verbringen. Zum Beispiel, weil ihr euch eines der bislang fehlenden Mitglieder des AEW-Kaders nachbauen wollt. Beispielsweise Tony Storm oder Samoa Joe. Vielleicht hat es Entwickler Jukes mit dem Retro-Ansatz etwas zu gut gemeint. Heutzutage müssen Wrestling-Spiele einfach mehr bieten. Die Hoffnung ist, dass mit der Zeit noch weitere Inhalte hinzugefügt werden. Dann könnte sich AEW Fight Forever noch zu einer soliden Alternative entwickeln. Kombiniert man Vampire Survivors mit The Binding of Isaac, kommt überraschenderweise kein weinender Vampir dabei raus, sondern eine metzelnde Kartoffel namens Brotato. Das Spielprinzip ist dabei deckungsgleich mit dem des eben angesprochenen Vampir-Roguelikes. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, eure Kartoffel über das Schlachtfeld zu bewegen. Sind Gegner in Reichweite, werden sie automatisch weggeknüppelt oder weggeballert. Zielen oder Fähigkeiten auslösen müsst ihr nicht. Klingt erstmal wenig anspruchsvoll, aber um nicht von den stetig wachsenden Gegnerhorden niedergetrampelt zu werden, müsst ihr taktisch vorgehen. Eure Platzierung auf dem Feld ist eine Komponente, wichtiger sind aber eure Fähigkeiten und Waffen, die ihr euch nach jeder Runde mit verdientem Geld kaufen könnt. Die Kampfkartoffel kann dabei 6 Waffen gleichzeitig tragen. Ob ihr lieber in den Nah- oder Fernkampf geht oder vielleicht alles auf Geschütze oder Minen setzt, liegt ganz bei euch. Wichtig ist nur, dass ihr bei der Wahl der Upgrades gut aufpasst, denn die meisten haben auch negative Auswirkungen auf eure Statuswerte.
Wenn ihr sie aber geschickt kombiniert, kann eure Kartoffel schnell mal zur absoluten Tötungsmaschine werden, was sich unglaublich befriedigend anfühlt. Ich kann wieder töten, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Toll! Damit es nicht langweilig wird, könnt ihr zwischen zahlreichen Grotatos wählen, die alle unterschiedliche Spielweisen erfordern. Für einen schmalen Taler von knapp 4 Euro können sich alle Roguelike- und Optimierungsfans das Spektakel bedenkenlos anschauen. Aber Vorsicht, das Suchtpotenzial ist groß. Matrose, reißen Sie sich mal zusammen! Wir brauchen eine... Oh, da kommt eine Nachricht rein! Matrose, das sind Neuigkeiten vom Festland! Übersetzen Sie! M? O? I? N? M? Matrose! Zack, zack! Moin, moin! Und hallo! Moin moin und hallo, Crew der Game 2. Hier ist euer Funker Krogi. Wie geht es euch? Mir geht es sehr gut. Ich war ja erst im Urlaub und da habe ich tatsächlich, naja, wie auch immer, ich gebe euch jetzt die Nachrichten durch. Die Gerüchte um eine aufgefrischte PlayStation 5 verdichten sich weiter. Denn auch Microsoft geht davon aus, dass Sony eventuell eine PlayStation 5 Slim noch dieses Jahr veröffentlichen könnte. Dies geht hervor aus einem Dokument, das dem US-Bundesgericht im Rahmen des Rechtsstreits um Microsofts Übernahme von Activision Blizzard vorgelegt wurde. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Entweder Microsoft hat krasse Insider-Infos und weiß mehr als wir alle, oder sie geben auch nur wieder, was die Gerüchteküche kocht. Weitere Nachrichten werde ich euch jetzt im Kurzformat durchtickern. Man könnte diesen Blog auch Ticker nennen. Bevorstehender Beutetruhen-Bann. Die niederländische Regierung will die Regulierung für Ingame-Käufe verbessern und im Zuge dessen sogar Lootboxen verbieten. Dies bestätigte die Regierung gegenüber Leon Chau, der zu Videospielgesetzen forscht und eine Anfrage zu diesem Thema stellte. Football League. EA Sports FC 24, Electronic Arts erstes Fußballspiel ohne FIFA-Lizenz, könnte am 29. September dieses Jahres erscheinen. Dieser unbestätigte Leak stammt vom Dataminer Bill Kuhn, der wegen korrekter Leaks in der Vergangenheit als recht zuverlässig gilt. Interne Racing-Rivalität. Ihr fragt euch, warum Nintendo kein neues F-Zero macht? Der Grund dafür könnte sein, dass Mario Kart einfach die populärere Rennspielreihe ist und Nintendo deswegen F-Zero links liegen lässt. Das mutmaßt zumindest Takaya Imamura, der 30 Jahre als Designer bei Nintendo arbeitete. Da sind wir dabei! Microsoft hat bestätigt, mit einem Xbox-Stand inklusive Bethesda auf der diesjährigen Gamescom vertreten zu sein. Nachdem zuletzt Nintendo ebenfalls zugesagt und Sony abgesagt hatten, war Microsoft der letzte der großen drei Konsolenhersteller, dessen Statement noch fehlte. Hochtrabend. Peter Molyneux arbeitet zusammen mit seinem Studio 22 Cans an einem neuen Spiel für PC und Konsole. Der Mann, der für große, nicht eingehaltene Versprechungen berüchtigt ist, beschreibt es als eine Mischung aus Fable, Black and White und Dungeon Keeper. Bilder dazu gibt es keine, ebenso wenig wie einen Namen. Just ab in die Tonne. Square Enix hat bekannt gegeben, dass die Entwicklungsarbeiten an Just Cause Mobile eingestellt wurden. Das Spiel war ein Free-to-Play-Top-Down-Shooter für Smartphones, der bereits in einigen Regionen als Early Access... Ach komm, ist egal, juckt doch eh niemand. So, das war's auch von mir. Viel Spaß auf eurer weiteren Reise. Euer Funker Krogi. Gut gemacht, Matrose. Matrose, wie konnten Sie, während Sie die News übersetzt haben, die ganzen Spiele mit Grafik, Story und Sound übersehen? Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Nicht auf den Schirm! Habt ihr euch schon mal gefragt, wie euer Smartphone eigentlich funktioniert? Nein? Dann solltet ihr wissen, dass in eurem Handy nicht alles so abläuft, wie es auf den ersten Blick scheint. Mit Backfirewall habt ihr jetzt aber die Möglichkeit, einen Blick hinter die Icons eures Home-Bildschirms zu werfen. Als neuer Update-Assistent seid ihr, wie eure Bezeichnung vermuten lässt, für ein Update des Betriebssystems zuständig. Einen kleinen Haken gibt's leider. Dabei würden nicht nur alle veralteten Systeme gelöscht, sondern auch ihr selbst. Glücklicherweise wird der Download vom alten Betriebssystem und aktuellen Handyboss OS 9 im letzten Moment gestoppt. Gemeinsam flieht ihr nun vor dem Antivirus-Sicherheitssystem, streift durch die verschiedenen Teile des Handys und versucht, das Update vollständig aufzuhalten. Die ständigen Kommentare von OS 9, der sarkastisch-zynische Humor und die immer wiederkehrenden Rätseleinlagen haben uns dabei immer wieder an Portal erinnert, das anscheinend aber auch als Vorbild gedient hat.
Backfirewall können wir uneingeschränkt allen empfehlen, die Lust haben, ein humorvolles Abenteuer zu erleben, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert. Aber vergesst niemals, der Kuchen, der Datencafé ist eine Lüge. In dem Puzzlespiel Storyteller dreht sich alles um, Überraschung, das Erzählen von Geschichten. Ach, wirklich? Eure Aufgabe ist es, ein leeres Märchenbuch mit Inhalt zu füllen. Dafür habt ihr pro Kapitel eine Vorgabe, wie eine Geschichte ausgehen soll und müsst dafür bestimmte Figuren und Hintergründe verwenden. Wichtig ist dabei, in welcher Reihenfolge ihr die Geschehnisse und Personen platziert. Kommt eine Person zum Beispiel ums Leben, erscheint sie in allen späteren Panels als Geist. Oh, das ist ja schrecklich. Manchmal benötigen die Charaktere auch erst ein Motiv, damit sie im späteren Verlauf der Geschichte entweder jemanden vergiften oder gar das Gift selbst trinken. Mit jedem neuen Kapitel resetten die Geschehnisse der vorherigen Seiten. Tote Figuren sind dann also wieder am Leben, womit jedes Kapitel für sich steht und so jederzeit einfach aus dem Spiel raus und auch wieder reingesprungen werden kann. Das Herumprobieren mit verschiedenen Szenarien ist definitiv motivierend, was aber vor allem an der äußerst charmanten Präsentation liegt. Wir konnten uns an den kreativen Rätseln nicht satt sehen, auch wenn sie auf Dauer etwas repetitiv und wenig herausfordernd sind. Was hier aussieht wie ein gemütlicher Spaziergang im grünen Wald, täuscht gewaltig. Bramble the Mountain King ist ein cineastisch in Szene gesetztes, düsteres Abenteuer, das euch in die Mythologie der nordischen Folklore und magischen Fabelwesen entführt. In der Rolle des kleinen jungen Olle macht ihr euch auf den Weg, eure Schwester zu retten, die von einem grässlichen Troll eingesackt und entführt wurde. Lasst euch dabei nicht von den süßen Gnomen und dem Honigkuchenpferdgesicht von Olle ablenken. Diese idyllische Landschaft kann sich in Bramble, was auf Deutsch übrigens so viel wie Dornzweig bedeutet, plötzlich in eine Umgebung voller Gefahren verwandeln. In fixen Kameraperspektiven leitet euch das Spiel durch ein ästhetisches, aber auch eindeutig linear gestaltetes Abenteuer. In kurzweiligen Büchern lernt ihr über echte nordische Sagen, die mit dem Spiel verwoben sind. Und eine Erzählerin aus dem Off begleitet euren Weg ab und zu mit einem Kommentar. Ulle could get completely enthralled. Wer sich also im Strudel einer zu Teilen äußerst dunklen Narrative verlieren will, kann das in Bramble hervorragend tun. Vom Gameplay solltet ihr dabei aber nicht zu viel erwarten. Es gibt lediglich ganz nette Parcours-Sektionen und eher simpel gestaltete Bosskämpfe, die wir euch wegen einer Spieldauer von knapp 6 Stunden aber nicht spoilern werden. Die Steuerung ist derweil oft hakelig und eure Eingabebefehle nicht immer intuitiv. Diese Mängel verlieren sich aber im clever gestalteten Sog des filmartig erlebbaren Abenteuers. Wenn ihr also Lust habt, in eine wundersame Geschichte abzutauchen, seid ihr in Bramble the Mountain King goldrichtig. Yo, Brudi, du text auch? Lass mal ein paar Zooms reinknallen und die City bomben. Oder bist du ein Toy? Oh, pardon, da spricht wohl noch das Sludge-Life aus mir. Im zweiten Teil der skurrilen Vandalismus-Simulation aus der bunten Devolver-Farbpalette schlüpft ihr erneut in die Rolle des schleimigen Taggers Ghost, der sich neben Graffiti-Sprühen, Rauchen und Nacktschneckenessen nun auch als Musikmanager versucht. Sprühen tut ihr dann allerdings erstmal in anderer Form. Nach wildem Feiern mit der Klick-Sick-Bande ist Ex-Sprayer und jetzt Rap-Legende Big Mud unauffindbar. Also macht ihr euch in Ziggy City auf die Suche nach ihm und jagt nebenbei natürlich auch die heißesten Graffiti-Spots der matschigen Open World. Dabei trefft ihr, wie auch im Vorgänger, auf schräge Fotomotive, neue Sprayer-Buddies sowie kuriose Situationen, die keiner weiteren Beschreibung bedürfen. Also bleibt auch trotz der 2 im Titel alles beim Alten. Im Smog der Stadt, die von psychedelischem Pilzkonsum und Zigarettenwerbung für Kinder nur so tropft, sind Kippen eure Währung und die Stadt eure Leinwand. Aber lasst euch bei eurem Sludge-Lifestyle von den Klops nicht hops nehmen. Von vielen wird die berauschte Erkundungstour wahrscheinlich eher als kurzer Walking-Simulator abgestempelt werden. Jedoch versprüht Sludge-Life 2 per Fingerdruck nicht einfach nur Farbe aus der Dose, sondern auch jede Menge charmant trockenen Witz in einer stilsicheren, surrealen Fiebertraum-Atmosphäre. Matrose, ich glaube, das waren jetzt wirklich alle Spiele. Oh. Was war das? Das war der Unterseehund des Monats. Wir hatten Dave the Diver schon mal Anfang des Jahres im Kescher. Aber nun, vor einigen Tagen, verließ diese ulkige Mischung aus Metroidvania-Tauchabenteuer und Restaurant-Management-Sim die Early-Access-Phase. Und ja, dieser Genre-Mix ist so abgefahren, wie es klingt, und spaßiger, als ihr im ersten Moment vermutet.
Ihr übernehmt die Rolle von Dave, dem Taucher. Der wird angeheuert, um in einer mysteriösen Lagune Tauchgänge durchzuführen. Unter Wasser erkundet ihr die prozedural generierten Meeresumgebungen und versucht, exotische Fische zu fangen, die dann im Sushi-Restaurant Bancho Sushi von Bancho zu Sushi verarbeitet werden. Ach ja, den Sushi-Laden von Bancho managt ihr natürlich auch. Das bedeutet, ihr sucht und stellt neues Personal ein, verantwortet die Speisekarte, kümmert euch um die Einrichtung und kellnert fleißig bis zum Ladenschluss. Das klingt nach ungesunder Work-Life-Balance, aber Daves Alltagsroutine macht jeden Tag aufs Neue einfach Laune. Dank kurzweiligen Gameplay-Mechaniken und abwechslungsreichen Minispielen überrascht und überzeugt Dave the Diver immer wieder aufs Neue. Und da ihr ständig neue Gadgets freischaltet, bekommt ihr in bester Metroidvania-Manier unter Wasser stetig neue Möglichkeiten. Dazu gesellen sich zahlreiche exzentrische, aber liebenswürdige Charaktere. Hello, how are you? I'm under the water. Und eine charmante Präsentation. Auch optisch macht das Spiel mit dem schicken Mix aus Pixel-Look im 3D-Korsett eine Menge her. Wenn man pingelig ist, könnte man kritisieren, dass die einzelnen Mechaniken für sich alleine stehend nicht ganz so tief greifen, wie man es vom jeweiligen Genre gewohnt ist. Aber Dave the Diver ist eben die Summe seiner Teile. Und dahingehend trifft das Spiel absolut ins Schwarze. Captain, ich glaube, wir haben es überstanden. Okay. Okay.